What's poppin', willkommen zurück zu einem neuen Video, Friends. Ich war jetzt die Tage wieder unterwegs, ich war in Studio-Sessions, hab wieder ein bisschen Mucke gemacht. Ich war in Hannover und in Berlin und deswegen gab es letzten Donnerstag kein Video. Mal gucken, was heute passiert. Es ist der Freitagsvlog. Heute Abend gehen ja die wöchentlichen Car-Meets und mal schauen, was heute los ist. Morgen bin ich bei Maeve. Kohlendioxid auf dem Season-End-Treffen, werde ein bisschen Mucke machen als DJ und werde auch noch ein paar Videos drehen und mal schauen, was so geht. Ich habe überlegt, ob ich einfach so Tuning-Umfragen mache. Ich denke, das wird ganz witzig, aber das werdet ihr dann schon sehen. Heute ist Kfz-Pflege angesagt, denn das Kfz ist mal wieder exorbitant dreckig und man kennt es. Man schmeißt einfach einen Haufen Scheiß immer hinten in die Karre rein und dann ist es einfach alles dreckig und müllig. Und jetzt möchte ich dieses ganze Zeug mal beseitigen. Aber Kfz-Pflege dauert auch immer echt lange. Ich weiß gar nicht, wie lange pflegt ihr euer Kfz im Durchschnitt. Ihr könnt das ja mal unten in die Comments schreiben. Also wenn ich wirklich alles mache, also mit so Wachsen und so, dann brauche ich bestimmt 6 Stunden. Also so eine normale Waschen und mal kurz aussaugen, ein bisschen mal hier und da was abwischen, würde ich auch schon sagen, brauche ich auf jeden Fall 2 Stunden. Und heute werde ich alles machen, weil ich werde, also nicht alles wachsen werde ich heute nicht, da habe ich keinen Bock drauf, auf noch innen als abwischen und Lederpflege betreiben. Das ist nämlich auch ganz wichtig und viele unterschätzen das. Mein Auto hat über 200.000 Kilometer, unter 220.000 jetzt und die Sitze sehen auch echt gut aus, da habe ich auf jeden Fall schon schlimmere gesehen. Das muss man sagen, bringt das echt was, ich mache das relativ regelmäßig. Ich habe das auch schon mal regelmäßiger gemacht, also jetzt habe ich es bestimmt schon 2 Monate, 3 Monate nicht gemacht, aber normalerweise mache ich das sonst immer jeden Monat. Und das bringt schon was. Wenn ihr Bock habt, schreibt gerne noch mal in die schreibt mir gerne bei Insta noch mal eine DM, wenn ihr noch Bock habt, auf wie viel ist dein Tuning wert. Denn es haben sich tatsächlich jetzt auch wieder Leute gemeldet und das Format geht voran. Ich bin halt ein bisschen am Mucke machen, bin am dies, das machen und ich habe halt auch überlegt, ob ich mal so ein ehrliches Video mache, wo ich halt mal alle Fakten auf den Tisch lege, was gerade so los ist und so. Ich bin ja gerade auf Social Media nicht so super aktiv, also YouTube mache ich ja trotzdem weiter, aber Laune ist halt gerade einfach im Keller. Nicht super krass scheiße, aber ab und zu mal doch scheiße. Ich denke mal, das geht vielen da draußen jetzt gerade ähnlich wegen aktuellen Gegebenheiten. Nach außen hin sieht das natürlich immer alles sehr spaßig aus und witzig, sehr lukrativ, aber manchmal ist es das tatsächlich nicht. Ich starte das Kfz und fahre hier aus. Ansonsten, Friends, wer mal gerne bei einer Show von mir dabei sein will, bei einem DJ-Gig, der kann auch einfach mal die Termine auschecken. Und zwar bin ich jetzt am 18.11. in Leipzig im 21 bei Justin Poinick auf der Veranstaltung. Ich musste auf jeden Fall auch mal wieder aktiver werden, weil ich das ein bisschen schleifen lassen habe seit Corona und einfach meinen ganzen Producing-Stuff und so gemacht habe. Aber ich habe auf jeden Fall Bock, wieder mehr Shows zu spielen. Was ich noch loswerden wollte ist, wir haben mal richtig krankes Wetter in Deutschland gerade. Also das muss man mal sagen, normalerweise meckere ich ja immer nur über das Wetter, aber das Wetter ist gerade sehr, sehr krank warm. Wir haben einfach 25 Grad und es ist Ende Oktober. Das ist wirklich ein Blessing, muss man sagen. Wenn das so bleibt, ist okay, aber ich glaube für das Klima allgemein ist das nicht so geil. Und wisst ihr, was absoluter Lifehack ist, wenn du im Dunkeln Kfz-Pflege betreibst, gerade im Innenraum? Die Kopflampe. Moment, schaut euch das an. Das mache ich mir jetzt hier drum und dann kann ich hier trotz dessen, dass es sehr dunkel ist, alles erkennen und Kfz-Pflege betreiben, so wie ich das möchte. Sieht zwar leicht behindert aus, aber sehr effektiv. Wieder beim wöchentlichen Kami. Es sind ein paar neue Leute da. Ah. Grüß dich. Diesen Golf kennen wir noch nicht. Finde ich aber auch mal ganz cool, dass wieder mal jemand einen Golf 3 rausgeholt hat. Dieses Kfz auch schon bekannt. Hier auf der Seite auch bekannt. Jetzt werden wir mal hier gucken, was wir hier noch so vorfinden. Du wurdest gerade von einem Rentner geroastet. Das Kfz habe ich schon einmal begutachtet. Es ist nämlich mal gegen einen Bordstein gefahren. Und da war die Achse hinten krumm. Da habe ich mich gewundert, dann stand das mal irgendwo hier in der Stadt rum und ich habe einen Zettel dran gemacht, dass ich das kaufen will. Aber es hat sich keiner gemeldet. Und jetzt ist es wieder hier und es ist repariert. Der Besitzer war gerade auch schon wieder irgendwo. Ich muss den gleich nochmal finden und dann ihn fragen, was damit eigentlich ist. Ich habe dich damals gesehen. Ja. Und was hast du überhaupt gemacht? Du bist irgendwie gegen den Bordstein geballert. Aber wie ist das überhaupt passiert? Das ist mein erstes Auto. Ja. Aber für ein erstes Auto ist das dolle krass, muss man schon sagen. 420 PS circa. Aber hast du schon so gekauft? Nee, ich habe ein bisschen was gemacht. Okay. Ja, aber trotzdem für das erste Auto ist es schon ein sehr gutes erstes Auto. Ja. Also ich wollte halt irgendwas Besonderes haben. Hab es auch nicht von Mama oder so bezahlt oder so. Es ist halt wirklich. Und selbst wenn? Selber. Scheiß doch drauf. Nein. So, ich will es schon selber kaufen dann. Das ist gut, aber selbst wenn.
Ich gönne immer allen Leuten. Ja, definitiv. So. Ist auch scheißegal, ob Leasing oder Finanzierung, Hauptsache man sitzt drin, ist meine Meinung. Ja. So, also was ist jetzt passiert? Ja, es war, ich bin ein bisschen emotional gefahren, das war auch nicht gerade hilfreich, aber das Dach war drin. Also warst du gerade wütend oder aufgeregt? Oder? Ja, wütend kann man so ein bisschen sagen. Und ich wollte nochmal das Auto ein bisschen austesten. Ich dachte, ich habe genug Platz. Ja. Und die Kurve da ist nicht so geil. Genau, das erste Mal wäre kein Problem gewesen, aber ich habe vergessen, Dach ist drin. Hinten auf dem Rücksitz saß auch noch eine Person. Ja. Und da habe ich halt drauf gedrückt, konnte den Drift fahren. Ja. Den Gegenpendler habe ich aber nicht einberechnet. Und dann habe ich auch noch zusätzlich die Pedale einfach vertauscht. Ja, genau. Da habe ich dann auf die Bremse gedrückt und dann hat es sich nur noch mal gedreht. Ja. Dann ist es gegen Bordstein. Perfekt. Okay, ja. Der Klassiker also. Ja. Jetzt wird alles ganz. Genau. Also. Was ist das? 335 wahrscheinlich. 335i N54 Motor. Ja. 3 Liter rein, 6 Zylinder Biturbo. Zeig uns mal was hier. Hast du da vorne das Turbo irgendwas gemacht? Oder irgendwie der hat eine Ansaugung. Software drauf und ansaugt Molded Red. Hat selbst mein Folierer gesagt, haben sie noch nie gesehen. Also ist schon cool. Wobei ich sagen muss, also gut, das sind ja alles so Sachen, die kann man noch ändern, ja. Aber schwarz wäre schon geiler, ja. Ich will alles noch von Alcantara machen. Ja. Ja. Also neues Lenkrad noch und drinnen 4 Alcantara. Ja, wenn ich das hier alles schwarz kriegen würde mit Alcantara, wäre ich zufrieden. Ich hätte auch gerne an sich schwarze Sitze. Muss man aber gucken, ja. Ja, ja. Hast also, halt noch mal ein bisschen Arbeit, ja. Genau. Aber trotzdem. Ja. Sonst ein Hardtop. Gab es die nicht nur Hardtop? Ja, die gab es noch, aber viele Fragen. Deswegen. Ja, ja. Ja, also Leute, die sich nicht so auskennen, die fragen dann immer Hardtop oder ja. Stoff. Aber bei den Dingern finde ich das auch geil, dass die Hardtop haben. Die sehen dann halt auch nicht so kacke aus, ja. Weil viele Autos mit so einem Softdach, die sehen dann halt immer irgendwie kacke aus, wenn das zu ist. Bin ich ganz deiner Meinung. Ist das bezahlt für das Ding? Jetzt insgesamt mit Reparaturen? Nee, nur, also wo du gekauft hast? Circa 18.000, da war der Markt gerade ziemlich okay. Gut. Und was hat dich jetzt das Reparieren gekostet? Das Reparieren hat mich jetzt knapp 5.000 gekostet. Boah, ist schon mächtig, ja? Ja. Ist das diese, hast du Felge neu gekauft oder was hast du gemacht? Die Felgen habe ich aufbereiten lassen. Okay, das ging noch, ja? Ja. Also das waren nicht die Felgen mit dem Unfall, das waren die Winterfelgen. Ach so. Deswegen war ich auch zufrieden, das war auch das Gute. Jetzt habe ich ihn halt auf Sommer gelassen, weil es soll einfach nur noch ein Cruiser werden. Der soll noch mal ein bisschen Leistung bekommen. Ja, Interieur will ich schön machen, dass es gemütlich ist. Hast du eigentlich ein Diff gestattet oder Nein. Ist es offen? Das kann nämlich auch der Grund sein, warum du da so einen fetten Gegenpendler bekommen hast. Ganzen Open-Diffler, diese ganzen Autos mit Open-Diff, die sind sowieso kacke quer zu fahren, weil die sind manchmal so unberechenbar. Ja. Weil das dann so komisch losbricht und so. Also das ist schon nicht so geil, aber verstehe. Okay, dann danke ich dir für diese Information. Kein Problem. Das haben sie sehr gut gemacht. Jetzt ich danke auch dir nochmal, dass du angehalten hast und gefragt hast, ob alles gut ist. Ach stimmt ja, ich habe ja noch gefragt, ob alles okay ist. Ja. Das war einer der schlimmsten Tage meines Lebens. Ja, kann ich mir vorstellen. Aber sowas passiert halt. Jetzt hast du es auch überstanden. Ja. Und jetzt ist es halb so wild. Und jetzt werde ich diesen Fehler auch nie wieder machen. 350Z kennen wir noch nicht. Ich dachte erst, das ist Flo, aber das sieht hier anders aus. Guten Tag, guten Tag. Wem gehört der? Was? Hier rechts. Achso. Komm mal her, bitte. Echt? Warum sieht man sowas hier nicht? Also der ist aber erst vor 3 Wochen wieder auf die Straße gekommen. Achso, wollte gerade sagen. Gut. Gut. Das Jahr ist eigentlich schon mal 3 Monate umgebaut. Da ist aber nur Achsen, alles komplett umgebaut, der hat Getriebe. Warum ist das denn was? Ja, alles komplett PU gelagert. Achso, also so richtig Racing. Genau, und rechts ist mein Topfer eigentlich. Ah, okay. Ja, geil. Sehen wir heute noch was? Ich denke nicht. Schade. Ja, aber geil. Die Felgen hast du aber auch schon gut gepflegt, ey. Ja. Witzig. Na gut. Ja, und jetzt nochmal die letzten 2 Monate für die Lackierung. Gutes Kfz. Perfekt. Racing. Aua. Also Leute, es ist wieder sehr laut auf den Straßen von Deutschland. Die haben gesagt, wir sollen es nicht zu doll übertreiben. Wenn sie wiederkommen müssen, dann müssen sie es auflösen.
Also ich muss auch mal, ich muss an dieser Stelle mal wieder loswerden. Wir haben die krasseste Polizei einfach auf dieser Erde, was Tuning angeht. Die sind hier, da hinten sind die Cop-Cars, da zwei Stück. Man sieht es jetzt wahrscheinlich gar nicht. Man sieht wahrscheinlich auch mein Gesicht gerade gar nicht. Aber die haben halt gerade einfach gesagt, wir sollen es nicht übertreiben. Und die lassen uns hier Spaß haben. Und da muss ich auch wieder, habe ich auch eben gerade schon gesagt, zu den absolut Props wirklich an die Polizei hier, an die Cops. Die machen einfach gar nichts. Die lassen uns einfach in Ruhe. So müsste das überall sein. Guck, jetzt verpissen die sich. Perfekt. Also wirklich, die Cops hier, alle super, super entspannt. Da wir ja an dem anderen Spot ein paar Leute gestört haben, sind wir jetzt wieder wo ganz anders. Und ich habe halt gesagt, okay, lass uns einfach hier hinfahren, weil hier stören wir keinen. Aber wie gesagt, die Police war komplett korrekt, die Cops waren super korrekt und ich denke, hier ist safe und hier stören wir keinen. Hier ist direkt Autobahn, hier ist Licht und keine Leute. Hier wohnen und kann man auch mal ein bisschen zeigen, was die Kfz so können.